So, moin zusammen. Heute mal direkt vom Motorrad. Und ich probiere heute das erste Mal Mikrofon aus hier unterm Helm. Ein bisschen sehr merkwürdig zu sprechen, zu fahren. Ja, Multitasking, ne? Das ist alles nicht so einfach bei mir. Aber gut. Ich wollte heute mal ein Video machen zu dem Thema, ja, bisschen Stammtisch-Rhetorik. Aber ein guter Kumpel von mir hat sich gekauft einen Porsche GT2 RS. Kinders, ich mache mal ein Foto rein. Ich kenne ja einige schnelle Autos, ne? Aber dieses Auto ist so unfassbar. Ist wirklich so unfassbar. Und ich habe mir auf dieses Ding erstmal hart einen runtergeholt. Und da hat natürlich nicht mehr lange gedauert. Und da kamen wir natürlich dann auf meine Maschine zu sprechen und so weiter und so weiter. Und wir haben uns dann so ein bisschen gefetzt, was das ganze Thema Beschleunigung von 100 auf 200, das ist ja so mittlerweile im Netz oder generell, wenn so Vergleiche angestellt werden, sehr, sehr guter Referenzwert, den man mal nehmen kann, um überhaupt mal so eine Ahnung zu haben, wie krass so ein Fahrzeug beschleunigt. Ich blende hier mal die Beschleunigung ein von dem GT2 RS von 0 auf 300 und interessant ist da zu sehen, wie diese Kiste wirklich von 100 auf 200 beschleunigt und das Ganze laut Werksangabe in 5,5 Sekunden und das ist natürlich ein mega Brett. Die Frage, die von meinem Kumpel kam, sag mal, wenn du von 100 auf 200 beschleunigst, wie schnell ist denn da dein Motorrad? Du, ich habe gesagt, du, ich habe das mal im sechsten Gang gemacht und da liegt diese Kiste gerne so um die 6 Sekunden, also im sechsten Gang wohlgemerkt. Und ja, da hat er gesagt, so, ja, das ist aber schon mehr als amtlich, also wenn ein Motorrad locker flockig von 100 auf 200 im sechsten Gang um die 6 Sekunden beschleunigt, das ist natürlich Wahnsinn. Was geht denn bitte schön, wenn du in einem Gang fährst, meinetwegen im zweiten oder im dritten oder schaltest dich 2, 3 durch, wie auch immer, was passiert denn da eigentlich mit dem Hocker? Welche Zeit fährt denn so ein Ding dann wirklich von 100 auf 200? Ihr könnt mir folgen, ne? Ja, gut, okay. Wir machen das jetzt mal. Ich werde das Ding mal durchbeschleunigen. Und mach das am besten im Sportmodus, da fühle ich mich relativ safe, ehrlich gesagt. Der Track-Mode, der ist mir zu aggro. Ich probiere es aber trotzdem mal. Und wenn wir schon mal dabei sind, werde ich auch mal Folgendes machen. Generell mal die Zeiten nehmen von den unterschiedlichen Modi, also vom Street-Mode, vom Sport-Mode und vom Track-Mode. Und da beschleunigen wir mal im fünften Gang 100, 200, im sechsten Gang 100, 200 und dann mal, ich würde sagen, im Sport-Mode und im Track-Mode, da macht das Sinn. Da auch nochmal den dritten Gang richtig fliegen lassen. Und da bin ich mal wirklich auf die Zeit gespannt, die die Kiste nimmt und, oder besser gesagt, bringt. Ich habe es noch nie gemacht, noch nie gemessen. Ich weiß nur, dass das Ding unfassbar schnell ist. Und versus Porsche GT3 RS, das ist wirklich mal interessant jetzt die Zeit. Ich habe mir so einen kleinen GPS-Empfänger hinten in den Rucksack geschnallt und ja, baller jetzt mit euch mal die Autobahn runter und drückt mal die Daumen, dass das Mikro funktioniert. Ansonsten gibt es dann halt Text oder so. Wie auch immer. Okay, ja, dann würde ich sagen, los geht's.